So, schaut aus, meine Freunde, wir sind auf dem Weg zum Flughafen. Auf dem Weg nach Köln. Auf die Gamescom 2015. Und so schauen die ganzen Flieger aus, die dort hinfahren. Wir haben den den Kevin und den Iron Man. Und da vorne, haben wir auch einen. Servus. Das ist ein Taxifahrer. Ja, genau, so schaut das Ganze aus. Und wir sind auf dem Weg zum Flughafen. Wir fliegen weg um. Ein Gamescom zu besuchen? Ja, nein. Uhrzeit? 15 Uhr 30. Sollten um 16.45 Uhr dort ankommen. Ja. Gibt's sonst noch was zu sagen? Von deiner Seite, Roland, irgendwas schwankt zum Tag. Ich hätte jetzt einen Kommentar, den lasse ich mal, den erzähle ich ihm dann, wenn er wieder abgeschalten hat. Das ist eine Sau, heißt er. Also im Grunde müssen wir schon sagen, dass wir die stressfrei romantische Tour gerade wählen, ne? Ja, mit dem Förderbandel meinst du das? Ja, das ist schon. Der tut sich am Förderbandel weh, ne? Ja, ich tue schon wieder trainieren und laufe gegen das Band. Sport! Ja, weil das wissen, ist immer, geht trotzdem auf den Dingen. Ja, genau, das ist der Sinn und Zweck, dass man doppelt so schnell geht quasi. Hm? Ja, das war auch der Plan, aber ich weiß nicht, warum der Viva stehen geblieben ist.
Jo, Köln Flughafen hätten wir erreicht. Hinter mir schon der Heino, der singt schon und tanzt schon für uns. Wir haben uns jetzt noch vom Ticketautomaten öffentlichen Verkehrsmittel ein bisschen vergewaltigen lassen, aber soweit so gut. Wir sind auf dem Weg in die Unterkunft. Bis denn. Ja, meine Freunde, nach verrückten etwa 1,5 Stunden entspannten Fußmarsch, obwohl die Unterkunft circa 4 Minuten vom Flughafen entfernt ist oder sein sollte, endlich eingecheckt. Es ist 19.30 Uhr. Eigentlich bin ich hier schon komplett erschöpft und müde, weil wir sind da Kilometer über Kilometer gegangen. Letztendlich hätten wir eigentlich nur einmal ums Eck gehen müssen, aber okay, man kann sich ja mal täuschen. Sind wir endlich eingecheckt bei uns im Haus Ingeborg hier. Nettes, kuscheliges Pensionsgebäude in der Nähe vom Flughafen Köln-Bonn. Und ja, wir sind hier circa 25 Minuten oder glaube ich 30 Minuten von der Innercity bzw. von der Messe entfernt. Und ja, wir werden jetzt heute noch eine Runde in die Stadt schauen mit den Kameraden, würde ich meinen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf morgen, wo es dann direkt losgeht, auf die Gamescom 2015. In Köln, die Maddie. Und 37 Kilometer Fußmarsch und natürlich die anderen haben sich wieder absolut verspätet. Wir stehen da jetzt schon wieder seit einer Viertelstunde. Ausgemacht war um halb, jetzt ist 17 nach drei Viertel. Das ist unvorstellbar. Also echt Grotz, Rodan, Ariman, Manuel. Also es ist kein Verlass auf die Burschen. Wie viel? Bitte. Oh mein Gott, wenn man vom Teufel schimpft, spricht und dergleichen, yeah, dann kommen die 3K-Stunden. Die 3 lustigen Vier. Das ich sind hab sie. Gewusst, wie es schmeckt, aber ich hab nicht gewusst, wie es ist. Hallo. Müller Love. Servus. Fressi, fressi, saufi, saufi. Ordentliches Chappi, Happy, Papi. Hippie, happy, happy. Aus Orangen macht man Kappi. Also ich filme die ganze Zeit nur den Roland seinen Rücken, weil er so breit ist heute. Oh ja, danke. Aber wir müssen aber schauen, ob wir da einen Platz kriegen. Da, Peters Brauhaus. Ja, feuerfrei, wir kommen. Frag einmal an Peter. Peter! Peters Feudenhaus, ui! Am besten kannst du nur, wenn du... Ah, er ist so klar. Bitte erklär uns jetzt den... Am besten kannst du nur... Nimm das ist gut. Achso, da steht es auf Englisch. Und alles, was du nicht verstehst, kann nur besser sein, als du es erwartest, oder? Ja, voll. Passt im ersten Lüfter, du hast schon meine 3 Bier in Tussen, mir geht's super. Alles gut. So, wir brauchen mehr Bier gerade. Wir haben noch gar kein Bier. Ja, das meine ich, ich hatte ja schon was. Wir brauchen mehr Bier. Nachspeisen braucht der Mensch. Ja, aber das ist letztens nicht mehr reingegangen. Nein. Wir werden das heute ultimativ testen, richtig, ja? Ist nicht mehr reingegangen. Bei mir nicht, bei mir nicht. Irgendwer hat noch einen Apfelstuden bestellt. Was das ja, wir waren vorher beim Mäcki, wir waren auch beim Burger King beim Ankommen. Ich war auch beim Burger King beim Ankommen. Ja. Ein Double Whopper Menü mit Pommes und einen halben Liter Cola. Cola. Ja, genau. Und jetzt legen wir noch ein Himmel und Ed hinten drauf. Wir geben unser Bestes für uns. Okay, erklär mir, wie gut der Wein ist. Moment. Nom, 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 nom. Aber den Sauerwein verdient, so also sauer, wie heißt das? Was ist der gemerkt wenigstens? Kostet. Sauerspritz oder? Gut. Sauer, sauer ist er gerade, der ist einfach so. Ein versoffenes Röschel. Der ist süß. Es riecht auf jeden Fall lecker. Ihr seid alles versoffene Beine. Ich muss jetzt auch bitte, trinkt es nach.
Party. Kriegt nix. Bist du auf Diät? Die ernährt sich nur von Luft und Liebe. Luft und Liebe. Luft und Liebe. Aber jetzt kommt's. Aber jetzt kommt's. Schau dir lächeln. Da ist es. Eigentlich ist der gesöchte Brot mit Kartoffelpüree. Und Sauerkraut. Ist ja wahr. Ich weiß nicht, was du gesagt hast, aber brav, wir reden gerade über, der Roland redet gerade über Frauen, aber ich muss sagen, brav gegessen haben wir, ja, also brav gegessen haben wir, stimmt's, haben wir brav gegessen. Voll der Urlecker, jam, jam. Ja, ja, Bella Lea, Bella Lea. Also, lang wird's schön, aber kurz zu sagen. Bella Lea, Bella Lea, bist du deppert. Das Fressen wie die Schweine, also die anderen, die ganz gut. Das Essen von Peter in Köln, phänomenal. Kann ich noch nicht. Das ist kein Product Placement, wir werden nicht dafür bezahlt, wir essen wirklich gern hier. Und weil wir fressen wie die Schweine, haben wir uns natürlich noch elegant eine rote Grütze mit der Sauce vom Chef bestellt. Der andere Chef, nicht von mir. Ja, also nom 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 nom. Herrlich.